Hallo Freunde, es geht heute bei FC Mote TV um warme Brauntöne. Bis gleich nach dem Countdown. Ja Leute, es geht natürlich nicht um die neue Chesterfield Sofa Kollektion bei FC Moto. Es geht um den Sidi Adventure 2, wie ich ihn noch angezogen habe. Damit das mit den Brauntönen noch prima offensichtlich wird, habe ich hier mal die Hose reingesteckt. Das geht natürlich so nicht. Eigentlich muss die Hose drüber gezogen werden, aber dann seht ihr natürlich nicht so viel von dem wunderschönen Stiefel. Bevor wir loslegen, muss ich ausnahmsweise gestehen, ich habe diese Stiefel praxismäßig nicht ausprobiert. Lediglich 2 Tage hintereinander für circa 2 Stunden hier alles, was so in der Firma erledigt werden musste, weil unser Fuhrpark mit der MT09 LSL-Anlage, Fußrastenanlage montiert, XSR, Sitzposition passte nicht und die A-Töne hatten DCT-Getriebe. Also das wäre jetzt nicht so besonders aussagekräftig gewesen. Dennoch gibt es ein paar, wie ich finde, wichtige und interessante Details, die ich heute euch in dieser Folge mitteilen werde. Adventure 2, ich darf den Zusatz Gore-Tex nicht vergessen, ist natürlich ein, wie der Name schon suggeriert, ein sehr robuster Tourenstiefel. Hat also die Optik eines Enduro, fast eines Cross-Stiefels, aber wird deutlich flexibler werden als so ein Modell, aber deutlich massiver ausgefallen als ein Tourenstiefel. Dann darf natürlich auch die Wasserdichtheit nicht fehlen. Die Materialbeschaffenheiten von diesem Stiefel sind relativ schnell runtergerattert. Es ist ein Wildleder in einer Kombination mit einem Mikrofasermaterial. Wo liegen die Vorteile dieses 4x2 zertifizierten Stiefels? Die Protektion ist in meinen Augen eines der wichtigsten Kaufkriterien, ist sehr ausgeprägt. Ihr habt natürlich eine Schienbeinprotektion, einen extrem stabilen Zehenbereich. Die Ferse ist richtig massiv ausgeprägt und, das finde ich, ist auch einer der Gründe, weshalb der Stiefel als so bequem empfunden wird. Im kompletten Knöchelbereich habt ihr eine massive Kunststoffprotektion, die aber durch dieses Gelenk hier auch sehr flexibel ist. Zusätzlich hat er nur, in Anführungszeichen, nur 2 Schnallenverschlüsse, die im Übrigen auch tauschbar sind. Das ist ein Ersatzteil, denn bei einem richtigen Enduro- oder Motocross-Stiefel habt ihr ja 3, manchmal sogar auch 4 Schnallenverschlüsse. Den oberen Abschluss bildet er mit einem massiven Velcro-Verschluss. Funktioniert auch prima, auch wenn ich es eben im Bild gezeigt habe, dass ich die Hose reingesteckt habe. Also die ist so flexibel, dass sie rein und raus passt. Aber ich habe es nur deshalb reingesteckt, damit ihr diese Farbnuance in Braun auch entsprechend sehen könnt. Rutschfeste Sohle muss ich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr drauf eingehen. Viel wichtiger ist in meinen Augen, die Rutschfestigkeit wird durch eine starke Profilierung hervorgerufen. Denn gerade wenn man Offroad fährt, auch mal einen Feldweg gefahren ist, das ja bei einem Adventure-Einsatz durchaus passieren kann, dann ist es nicht uninteressant, wenn man irgendwo mal wenden muss oder einem ist das Moped vielleicht doch mal umgekippt, dass man einen stabilen Stand hat. Die Robustheit ist also natürlich ein wichtiges Kriterium für einen Tourenstiefel, erst recht für einen, der im Adventure-Bereich eingesetzt wird. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist natürlich die Wasserdichtheit. Und Wasserdichtheit wird hier in dem konkreten Fall durch die Gore-Membran, Gore-Tex-Membran hervorgerufen. Vielleicht, weil ich denke mal, dass diese Wasserdichtheit auch von vielen, vielen Mitbewerbern gut erfüllt wird. Aber so ein indirektes Indiz, und ich habe das schon in der einen oder anderen Folge bezogen auf andere Bekleidungsartikel betont, sobald ein Anbieter, und Sidi ist ja auch nicht irgendein Anbieter, ist ja schon eine Premium-Marke im Bereich der Stiefel, sobald ein Anbieter die Gore-Tex-Membran benutzt, muss er ein gewisses Verarbeitungsniveau nachweisen, also für euch indirekt. Sobald das Gore-Tex-Label an dem Stiefel oder an einem Bekleidungsartikel insgesamt angeheftet ist, wisst ihr, dass das immer ein gewisses Verarbeitungsniveau als Mindestanforderung sein muss, denn sonst wird die Firma Gore ihr Material gar nicht weiterverkaufen. Weil natürlich gerade für die Adventure-Freunde auch ein Gehen ein wichtiger Faktor ist. Auch da kurz die Information. Am zweiten Tag war das Gehen für mich schon deutlich günstiger, deutlich angenehmer. Auch wenn ich eingestehen muss, dass es am ersten Tag, am Ende dieser 2 Stunden, eine leichte Druckstelle im rechten Knöchelbereich gab. Der Stiefel wiegt pro Stück 1400 Gramm. 2800 Gramm also im Satz. Ich finde, das ist auch ein Gewicht, das moderat ist, euch dann nicht so belastet. Bei der Größe wohlgemerkt 47.
Was ist mir aufgefallen bei diesem Stiefel, den ich jetzt 4 Stunden netto tragen durfte? Zuallererst der Hinweis, dass er scheinbar tendenziell etwas kleiner ausfällt. Denn ich habe jetzt hier einen 47er an und auch schon bei Sidi oder Alpine Stars, also bei Alternativstiefeln, habe ich immer mit Größe 46 das Gefühl gehabt, perfekt bedient worden zu sein. Also von daher tendenziell etwas kleiner. Und die zweite Geschichte, die extrem positiv ist, ist, er verfügt über eine sehr massive Einsteighilfe oder Anziehhilfe und auch da ist diese massive Fersenkappe eine Ausziehhilfe, also auch da hervorragend, gerade wenn man mal ein bisschen geschwitzt hat in den Socken, dann wisst ihr selber, kommt er schlecht raus, also funktioniert hervorragend, dass ihr dann den Stiefel damit vom Fuß streifen könnt. Letty, war es das oder kommt da noch was? Hab ich? Ah ja, genau. Schon am ersten Tag fing der linke Stiefel ein bisschen an zu quietschen und dann bin ich auch mal in die Kundenbewertung reingegangen und habe tatsächlich festgestellt, dass das Quietschgeräusch, das Quietschproblem in der Tat schon mal passieren kann. Falls das bei euch auftreten sollte, habt ihr vielleicht von der letzten Helmpflege so einen kleinen Silikontupfer da, der dann einfach unter den sich bewegenden Schnallverschluss gesprüht wird oder getupft wird und dann ist das bei mir jedenfalls beseitigt gewesen. So Leute, mir ist aufgetragen worden, es heute quick und dirty zu halten. Quick kann ich glaube ich versprechen, dirty weiß ich noch nicht so genau. Wenn es also gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Abo da und Likes sind genauso gerne gesehen. Von meiner Seite also, wie immer, tschüss und adios. Und weil die Hose, die ich heute zum Dreh anhatte, sowas von gut zu dem Stiefel passte, die auch deshalb ausgesucht worden ist, würden wir da ein separates Video zu machen. Voyager von Furigant.